Liebe Gäste, ihr wisst ja alle, live. Und das dauert halt, glaube ich, ein bisschen, bis wir unsere fahrbare Bühne eingerichtet haben. Die letzten Fendelsänger. Stellen Sie sich nochmal vor, Adam aus Pöttchen und von Sonnenblumen. Wir sind die letzten unserer Zunft. Die noch mit Geist. Und mit dem Hund. Na, Adam, mit die noch mit Geist und mit Vernunft. Mit Vernunft. Euch hier berichten klipp und klar, was noch ist und was schon war. Ja. Manche Journalisten heutzutage sind sehr beflissen ohne Frage, was heute man in die Zeitung schmiert, Bild morgen früh schon. Ja. Der Mann in eurer Fernsehkiste kann in Deutsch was Besseres ist, dem Intendanten sehr zum Wohle. Hauptsache ist doch bestimmt die Hauptsache. Aber wir sind die Ausnahme, Mr. Wiese. Bei uns seid ihr nicht angeschissen. Entschuldigung. Bei uns sind Sie nicht angeschmiert. Nicht angeschmiert, das ist meiner selber. Wir sagen die Wahrheit ganz gewiss. Wenn dann auch ein bisschen dabei gelogen ist. Ja, Adam, was für uns Ehrensache ist. Ach, wir haben auf mit der Politik. Ehrensache ist. Aber was jetzt kommt, das ist kein Bluff. Jo, legt der Rehme drauf. Was noch ist und was schon war. Die letzten Bildsänger. Sie hören jetzt die gar traurige Geschichte von der verlassenen Räuberbraut. Nicht weit von hier, in einem tiefen Tale. Geht den Felsberg zu. Da stand dein Mädchen an einem Wasserfalle. Und ins Hause drinnen. Vorgestern noch sah die Stübe, ich weiß nicht, was. Sie war so schön wie Milch und Blut. Von Herzen war sie einem Räuber gut. Wir dachten, den Amtsbeamten sei sie war so schön wie Milch und Blut. Von Herzen war sie einem Räuber gut. Du armes Mädchen, du dauerst meiner Seele. Ich muss jetzt fort, sagt er, in eine Räuberhöhle. 11 Meter lang, 3 Meter tief. Sacktung, Rauben, Aufpostung. Wir wissen es gleich. Ich kann für wahr nicht länger bei dir sein. Ich muss jetzt fort in den tiefen Wald hinein. Ich kann für wahr nicht länger bei dir sein. Ich muss jetzt fort in den tiefen Wald hinein. Nimm diesen Ring und sollst dich jemand fragen, dann sage stolz, ein Räuber hat ihn getragen. Der ist geliebt bei Tag und Nacht. Oft wie es ginge, hätten das Sklaven. Und bei ihr schöne Stunden zugebracht. Der ist geliebt bei Tag und Nacht. Und bei ihr schöne Stunden zugebracht. Ich einmal werde sterben, dann sollst du alles von dir erben. Sogar das Schwarze unter den Fingern nehmen. Ich nehme dich in mein Testament hinein, nur du allein sollst meine Erbin sein.
ich nehm dich hin, mein Testament hinein. Nur du allein sollst meine Erbin sein. Aber jetzt wird's ernst. Ja. Von beiden sah man Räuber schwer der Blitzen. Der Hauptmann kämpft, er kämpft an ihrer Spitze. Wie beim Schinnerhannes, Donald. Ja, wie beim Schinnerhannes. Wer kennt nicht den Schinnerhannes? Wer kennt nicht? Die Kugel traf, sie traf den Hauptmann gut. Er stürzt vom Pferd, meldet sich in seinem Blut. Kein Verbandsbäckchen, kein Rotkreuz in der Nähe, kein Jugendheimer Krankenhaus, kein Stadtkrankenhaus, Bensheim, Lindenfeld. Also, das ist doch schon 200 Jahre her. Das ist schon 200 Jahre. Eine Räuberballade. Ach, eine Ballade. Ja, das ist doch die Leitung. Und Räuber kamen, sie trugen des Hauptmanns Fleische. Sie trugen ihn wohl unter eine Arche. Die Arche, die Arche. Die Arche, die Arche, sieht man nicht, die Arche, die verdeckt ist, die zwei Fichte. Also bei dem im Text, wenn der mich unterbricht, macht das immer wieder. Da war nicht der Text nicht mehr. Sie gruben ihn, ein Grab, ein tiefes Grab, und senkten auf sein treues Pferd hinab. Der Gaul, der war jetzt neben ihm, gell? Sie gruben ihn, ein Grab, ein tiefes Grab, und senkten auf sein treues Pferd hinab. Und Mädchen wirst du einst dein Herz verschenken. Kind, ja, mal so. Dann sollst du stets an dieses Lied hier denken. Frag jeden Mann, bevor er dich geküsst, haben sie ihn gefragt, ja? Ob er nicht auch ein Räuberhausmann ist. Bevor er dich geküsst, ob er nicht auch ein Räuberhausmann ist.